and somehow it took me high. Im Grunde, es fing hiermit an. Ja, ich wollte nur wissen, was dieses Symbol hier bedeutet. Was es repräsentiert, wofür es steht, was dahinter steht. Und ich hätte nie gedacht, dass mich diese Reise letztlich an einen Punkt bringt, an dem ich heute bin, wo sich praktisch alles, was wir irgendwie für normal halten, sich quasi als Lüge darstellen, als falsche Vorstellung. Und wir sehen das, okay, hier diese ganze Raumfahrtgeschichte. Ah, Moment, hier wollte ich diese ganze Weltraumgeschichte. Wenn das hier ist sozusagen, das ist der Höhepunkt dessen, was Menschen vollbringen können. Hier, das ist die höchste, wie nennt man das? Die Champions League der Wissenschaft. Hier, Raumfahrttechnik. Astronaut, okay? Wenn diese Geschichte hier gelogen ist, dann ist alles andere auch gelogen. Weil es hängt ja auch alles zusammen. Und was wir hier sehen, beispielhaft jetzt in Bildern, hier die ISS. Eine Raumstation im Weltraum, wo Menschen sich aufhalten, gibt's nicht. Gibt's nicht. Satelliten, die Erde umkreisen, irgendwelche Signale verteilen, gibt's nicht. Es wäre eine sehr dumme, überaus dumme Aktion, irgendwelche Signale mit Satelliten verbreiten zu wollen. Rein hypothetisch schon, man könnte diese Dinger nicht kontrollieren im All. Sie sagen, ich habe das schon früher wieder erwähnt, sie sagen, sie korrigieren die Bahn, damit sie nicht zur Erde stürzen. Bullshit. Wenn du einmal ein Objekt im Raum hier in irgendeine Richtung bewegst, dann wird es sich immer weiter in diese Richtung bewegen. Es wird rotieren. Es wird herumwirbeln. Wenn du dann korrigieren versuchst, in die andere Richtung, vielleicht kannst du ja zwei Düsen. Du kannst dieses Ding nie mehr stabilisieren. Einmal in Bewegung geraten, ist der Satellit verloren. Das heißt, du kannst so ein Ding nicht auf einer Bahn behalten. Das klappt nicht. Außerdem würde das ist so anfällig. Die ganze Hypothese, das ist Bullshit. Es gibt keine Satelliten. Und diese Dinge, die angeblich auf Satellitentechnik basieren, die funktionieren auf eine andere Weise. Es gibt gar keinen Grund hier für so eine Aktion dermaßen Aufwand zu betreiben für so etwas. Das macht keinen Sinn. Denn man kann Signal auch einfach terrestrisch verbreiten. Man braucht das nicht. Diese Dinge hier sind kreiert, damit wir in einen anderen Bewusstseinszustand kommen. Damit wir uns als klein empfinden im Universum. Schon beinahe als nebensächlich, weil, oh, es gibt noch so viele andere Planeten. Vielleicht gibt es da noch Leben. Bullshit! Okay, sie verarschen dich. Das alles dient, das ist Shaping Reality. Sie schaffen eine Version von Realität, an die wir glauben und die uns manipulierbar macht. Es sind alles Lügen. Hier, die Mondlandung. Niemals ist jemand auf dem Mond gelandet. Diese Bilder sind fake. Das sind Studioaufnahmen. Es ist so absurd, wenn du dir die Computer anschaust, die Technik, die sie hatten und die ganze Vorstellung auf einem... Der Mond ist ja auch nicht still, der bewegt sich mit... in diesem Modell. Der bewegt sich mit tausenden von Stundenkilometern. Wie willst du auf so einem Objekt landen? Es gibt so viele
und Möglichkeiten. Und die haben das alles mit links gemacht hier. Bullshit. Es gab nie eine Mondlandung. Das war auch alles gelogen. Und all die Geschichten, die hierauf basieren, sind nur weitere Lügen. Okay, sobald man eine Lüge in die Welt setzt, das ist der Lauf der Dinge. Es folgen weitere Lügen. Eine Lüge schafft Dutzende weitere Lügen. Und diese, jede für sich, schafft wieder Dutzende weitere Lügen. Dieses System ist völlig außer Kontrolle. Spacewalks hier. Bullshit. Gibt's auch nicht. Die werden in Wassertanks gefilmt. Zusammengefügt aus verschiedenen... Es sind Bildkompositionen, okay? Das sind überall hier. Hier wurde mit Kameratricks und wir haben mit Kameratricks gearbeitet. Und Satelliten kriegen wir nicht mal zu Gesicht. Nicht mal auf den Videos der ISS, die die Erde filmen. Keinen einzigen Satelliten siehst du da. Angeblich sollen 13.000 Satelliten sollen um die Erde schwirren. Bullshit. Das ist alles gelogen hier. Ja, das nur mal, um das mal hier so festzustellen. Dann stellt sich die Frage, bezüglich der Erde, bezüglich dessen, worin wir uns befinden. Und wir haben da, ja, ich mache hier gleich mit diesem Beispiel hier. Wir haben hier Super Mario World. Das ist eine Welt. Ja, okay, wir sehen. Die Frage ist, ist Super Mario World, ist das eine Kugel? Und wir sehen hier das Bild, ah ja, offensichtlich, das ist eine Kugel. Oder ist alles flach hier auf dieser Erde? Ist da keine Kugelform? Okay, wie wir es hier in diesem Video gesehen haben, was ich dir gezeigt habe. Das sehen wir auch hier, Mario rennt hier. Wir bemerken nicht, dass er sich auf einer Kugel bewegt. Und wie sich hier zeigt, Super Mario World, hier, es ist eine Scheibe. Okay, jetzt haben wir Kugel, wir haben Scheibe und wir haben hier noch eine Variante, ja, die gerade verläuft. Was ist nun richtig? Wie sieht die Super Mario World aus? Nun, es ist eine Kugel und es ist keine Kugel und es ist eine Scheibe. Das alles ist die Super Mario World. Das Rätsels Lösung ist, das ist eine fiktive Welt. Es ist eine künstliche Dimension, die hier erschaffen wird, in Form eines Videospiels. Und im Rahmen der Gesetze dieses Spieles kann man nachher eine Figur bewegen, hier, wie in diesem Spiel. Und so ist es mit der Erde. Man kann nicht sagen, schau, ist die Erde eine Kugel? Ja, man kann Bilder zeigen, da sieht Erde aus wie eine Kugel. Man kann auch Bilder zeigen, hier. Habe ich in diesem Video gezeigt, da erscheint nichts von einer Krümmung, sondern die horizontale Linie ist gerade, es ist eine Gerade, da ist keine Krümmung, also kann es keine Kugel sein. Also was stimmt jetzt? Nun, beides stimmt. Es sind Möglichkeiten. Es sind Möglichkeiten der Erscheinung. Und was wir einfach meines Erachtens realisieren müssen, um weiterzukommen, ist, dass die Erde... Schau, wir betrachten das alles materiell. Das ist das Problem. Die Erde, das ist eine Dimension, in der wir uns befinden. Es ist die Dreidimensionalität, in der wir uns befinden. Das ist die eigentliche Welt. Und darum sage ich dir, wenn ich dir sage, wir sind in einem Kubus. Okay, der Kubus repräsentiert die Manifestation aller Gesetze, respektive den Rahmen der Gesetze, der durch die Gesetze bewirkt wird. In diesem Rahmen manifestiert sich... So, Entschuldigung, jetzt hat es kurz unterbrochen. Was ich sagen wollte, in diesem Rahmen, wenn ich dir sage, dass wir uns in einem Kubus befinden, dann bedeutet das, schau, das ist ein Bild für die Situation im Rahmen von Gesetzen. Und diese Gesetze wirken und innerhalb dieser Gesetze befinden wir uns. Und
es kann, alle Dinge hier in diesem Rahmen haben eine Erscheinung. Sie treten in Erscheinung. Und diese Erscheinung, das wir assoziieren mit einem Sein der Dinge, aber es ist eine bloße Erscheinung, ist immer abhängig von der Perspektive des Betrachters. Das heißt, die Dinge hier unten, in dem, worin wir uns befinden, auf dieser Erde, können in allen möglichen Variationen erscheinen. Und es geht nicht darum, ob nun das, welches nun welches ist. Es ist ohnehin eine Illusion und eine Täuschung. Es ist nur eine Erscheinung der Zeit. Alle Dinge hier unten. Es gibt keine Wahrheit in dieser Welt. Sondern alles in dieser Welt ist sterblich. Es ist vergänglich. Es ist rein im Rahmen von Zeit überhaupt präsent. In Ewigkeit existiert überhaupt nichts von dem. Sondern alles, was hier im Rahmen dieser Gesetze da ist, wird vergehen. Und letztlich, wenn keine Energie mehr da ist, ist alles auf Null. Und die Wahrheit ist nicht in diesem System. Sondern im Gegenteil, dieses System ist die Finsternis, es ist das Reich der Lüge. Und das ist es, worin wir uns befinden. Und dieser Umstand, dass alle Dinge auf Erden nur erscheinen, nur in Erscheinung treten, nur als Erscheinung sichtbar sind, das gehört dazu. Es ist ein Konzept, es ist ein System. Und dieses System ist der Satan. Und er ist überall präsent. Schau, ich weiß nicht, wie ich dir das vermitteln soll. You're in a game, Jake. You're in the game. Everyone's in his game, and nobody knows it. And all of this is his world. He owns it. He controls it. I've had enough of this shit. Starting to do my head in. I've had enough. He tells you what to do. Look, that's enough. And when to do it. Tell him. I said that's enough, Abby! Eventually, when the opponent is challenged or questioned, it means the victim's investment, and thus his intelligence is questioned. No one can accept that. Not even to themselves.